Herzlich willkommen im Ampatec Service Center. In diesem Video zeigen wir Ihnen den Chipwechsel bei der Toner-Kartusche für einen Xerox Phaser 6510. Das Austauschen eines Chips ist erforderlich, wenn versehentlich ein falscher Chip verbaut wurde oder dieser defekt ist. In unserem Beispiel wurde die schwarze Toner-Kartusche gewechselt und der Drucker zeigt weiterhin an, dass die Kartusche ersetzt werden muss. Wir gehen davon aus, dass Sie von Ihrem Toner-Lieferanten bereits einen Ersatzchip erhalten haben. Diesen wollen wir nun installieren. Öffnen Sie dafür die Frontklappe. Hier sehen Sie die vier unterschiedlich farbigen Toner-Kartuschen. Entnehmen Sie die schwarze rechts. Drücken Sie mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig die beiden kleinen schwarzen Plastiklaschen nach unten, dann können Sie den alten Chip problemlos entfernen. Setzen Sie den neuen Chip auf die Schiene und schieben Sie ihn in die richtige Position. Der Chip rastet dann an den Plastiklaschen ein und ist fixiert. Setzen Sie nun die Kartusche wieder ein und schließen Sie die Klappe. Falls der Chip das Problem war, können Sie nun wieder drucken. Bis zum nächsten Mal!